So, meine Damen und Herren, besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Wir machen es ungern, aber wir haben halt diesen Beitrag unterbrochen, das Ganze aus gutem Grund, weil nämlich einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden bei mir ist, Ralf Stegner, einer der wenigen, die hier heute rumlaufen, zumindest hier unten im Atrium rumlaufen. Wie kommt's? Wo sind die anderen? Ja, wir haben ja eine Vorstandsklausur und viele sind mit vielen beschäftigt, aber ich bin heute schon den ganzen Morgen hier im Willy Brandt-Haus gewesen. Na, das ist fein. Dann können Sie auch mal sagen, wie die Parteispitze dieses Ergebnis bewertet. Na, es ist das Ergebnis eines sehr lebendigen innerparteilichen Prozesses. Ich glaube, wir haben sehr ernsthafte Debatten miteinander geführt, eine überragend hohe Beteiligung der Mitglieder an diesem Mitgliedervotum und mit 2/3 ja dann auch eine klare Mehrheit für die Empfehlung des Vorstandes. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Ausgangsbasis, jetzt das zu tun, was nötig ist. Gute Regierungsarbeit, was rausholen für Arbeitnehmer, für Familien, für Rentner, für andere und gleichzeitig die Reform innerhalb der Partei voranzutreiben, die nötig ist, damit wir eine profilierte Alternative zur Union sind als Volkspartei Mitte-Links. Was sagen Sie dem Drittel, das dagegen gestimmt hat? Dass die Mahnung, die da drin steckt, dass wir uns um die Reform der eigenen Partei kümmern, in programmatischer Hinsicht, aber auch organisatorisch und personell, dass wir das verstanden haben und wissen, dass das nötig ist, damit wir eben aus der nächsten großen Koalition nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorgehen. Das muss ja das Ziel sein, das sagen uns alle Mitglieder. Und ich bin sicher, dass das gelingen kann. Wie zeigen Sie diesem Drittel, dass Sie es verstanden haben? Wodurch? Durch welche praktischen Schritte und durch welche organisatorischen Schritte oder was auch immer da in Frage kommt? Also wir hatten gerade gestern ja begonnen mit einer Vorstandsklausur, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, was wir programmatisch tun wollen und müssen, um uns weiterzuentwickeln, aber auch, wie wir die Partei wieder schlagkräftiger machen, wie wir unsere regionalen Schwächen überwinden, wie wir dafür sorgen, dass die neuen Mitglieder in die Partei gekommen sind, auch gehalten werden, dass die spannenden Debatten stattfinden in der SPD, ob das über die Digitalisierung der Arbeitswelt geht oder globale Gerechtigkeitsfragen oder Europa oder die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Das sind Fragen, die müssen in der SPD debattiert werden, das werden sie auch. Und zur Debatte gehört übrigens auch dazu, immer, dass man auch unterschiedliche Meinungen zusammenbringt. Und das machen wir. Ich fand das sehr respektvoll in den letzten Wochen. Das ist auch gut so. Und ich verstehe die Skeptiker ja sehr wohl, denn es gibt ja gute Gründe, für das eine oder für das andere gewesen zu sein. Aber es ist schon schön, dass die SPD zeigt, dass sie in der Partei die Demokratie kann. Das unterscheidet uns durchaus auch von dem einen oder anderen Mitbewerber. Viele Beobachter auch haben in den vergangenen Tagen und Wochen gesagt, die Partei sei gespalten und machen das fest an diesen 2/3, die für diese Koalition sind und an dem 1/3, das gegen diese Koalition ist. Olaf Scholz hat gestern gesagt, ja, das hat uns zusammengeführt. Diese These finde ich relativ steil, also das mit dem Zusammenführen, weil es war ja auch gestern noch zu beobachten, wenn man sich die sozialen Medien anguckt und die Reaktionen, die es da von vielen ihrer Parteimitglieder gibt, die sind auch mit Abschluss dieses Ergebnisses nicht zufrieden mit dem, was die Parteispitze jetzt macht, nämlich in eine nächste Koalition mit der Union zu gehen, weil sie sagen, die Probleme, die wir beschrieben haben, sind damit ja nicht weg. Aber leidenschaftliche Debatten zeichnen sich dadurch aus, dass es unterschiedliche Positionen gibt und am Ende wird das entschieden, demokratisch durch dieses Mitgliedervotum. Und das ist doch das, was im Vordergrund steht. Und alle wissen, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt unterschiedliche Meinungen, die werden zusammengebracht, indem am Ende demokratisch entschieden wird und man dann gemeinsam das vertritt, was entschieden worden ist. Und ich finde, Meinungsvielfalt ist keine Schwäche, sondern eher eine Stärke. Es wird bei uns nicht verordnet. Und im Übrigen, glaube ich, werden wir einfach zeigen müssen, dass wir eben beides tun können. Sowohl Regierungsarbeit leisten, als auch unsere Partei reformieren. Das ist das Ergebnis des Votums und ich bin da sehr optimistisch, dass das gehen kann. Sie haben, was die Reform angeht, vorhin schon ein paar Punkte genannt. Können Sie es noch ein bisschen konkreter sagen, was da tatsächlich passieren muss und was Sie denken, was dann auch dieses Drittel überzeugt, was ja unter anderem auch eben argumentiert hat, in einer Koalition wird diese Erneuerung mangels Zeit, mangels Energie nicht möglich sein. Nun darf man ja nicht verkennen, dass wir in die Situation deswegen gekommen sind, weil die schwarze Ampel gescheitert ist. Andere Parteien haben das nicht hinbekommen. Die SPD, das war nicht meine Frage. Das ist aber ein Teil der Antwort, dass wir durch eine konkrete Politik, die Menschen hilft, schon einen Teil, finde ich, an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen können. Und zum Zweiten eben programmatisch da nicht stehen bleiben. Wir werden auch in den Fragen, wo wir uns nicht geeinigt haben mit der Union, programmatische Vorschläge machen. Nehmen Sie etwa die Steuerpolitik oder andere Fragen, wo man mit der Union nicht weiterkommt. Oder bei der Rentenpolitik enden wir nicht 2025, sondern haben weitergehende Vorstellungen. Das wird jetzt entwickelt. Und gleichzeitig müssen wir uns eben so aufstellen, dass das auch selbstbewusst wahrgenommen wird. Sie werden ja zum Beispiel sehen, wir werden ein Kraftzentrum außerhalb der Regierung haben. Die Fraktionsvorsitzende kandidiert auch als Bundesvorsitzende der SPD. Und das ist eine deutliche Veränderung gegenüber einem Zustand, wo man Teil eines Kabinetts ist. Auf der inhaltlichen Seite würde da wahrscheinlich viele der Mitglieder, die skeptisch gewesen sind und die wahrscheinlich auch über den heutigen Tag hinaus skeptisch sein werden, die sagen, auch in der vergangenen Koalition hat die SPD eine Menge erreicht und durchgesetzt. Das Lieblingsbeispiel ist dann immer der Mindestlohn und das hat sich trotzdem nicht ausgewirkt.
Also es gibt da keine Automatismen und Skepsis ist doch eine gute Grundhaltung, weil wenn man skeptisch an Dinge rangeht, dann werden sie besser. Das mit dem vom Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, ist keine gute Entwicklung. Wir haben zu viele Achterbahnfahrten gesehen in vielerlei Hinsicht und deswegen ist eine nüchterne skeptische Grundhaltung, finde ich, gar nicht so übel. Hart arbeiten, das müssen wir jetzt miteinander alle tun und gleichzeitig für ein selbstbewusstes Profil sorgen. Sie reden mit jemandem, der das ohnehin schätzt, das klare Wort. Und ich finde, sich deutlich von den anderen zu unterscheiden, auch zu begreifen, wir wollen andere Parteien nicht heiraten, sondern das sind zeitlich begrenzte Formen der Zusammenarbeit. Und ansonsten gibt es eine eigenständige SPD mit eigenständigem Profil. Das werden wir zeigen und das werden wir sehr selbstbewusst auch darstellen. Und ich wette, dass dann auch unsere Umfrage wieder nach oben gehen. Die Menschen haben uns ja auch signalisiert in Deutschland, sie wollen jetzt eine stabile Regierung sehen. Dazu wird die SPD beitragen. Letzte Frage, das heißt dann aber auch in dieser zukünftigen Koalition, die möglicherweise ab 14. März ihre Arbeit aufnehmen kann, wo wir die Minister der SPD immer noch nicht kennen und ich vermute, sie werden uns auch keine sagen können oder wollen. Das heißt, dass man auch in dieser Koalition dann mehr in den Konflikt geht, als das in der letzten Legislaturperiode der Fall gewesen ist. Zum einen, finde ich, gehört sich der Respekt gegenüber den Mitgliedern, dass man die zunächst mal entscheiden lässt, ob wir in die Regierung gehen, bevor man darüber entscheidet, wer in die Regierung geht. Und die Gespräche werden diese Woche geführt. Sie werden das als Erste erfahren, wenn das bekannt ist. Und zweitens muss ich sagen, es geht nicht um mehr Konflikt, sondern es geht darum, zum Beispiel darauf zu achten, dass der Vertrag auch eingehalten wird. Und zwar minutiös. Darauf werden wir sehr achten. Und es gibt auch ein Leben außerhalb der Regierung und ein Profil der Partei. Und das werden wir auch zeigen. Und ich glaube, dass das gleichzeitig geht. Andere haben sich vom Acker gemacht, die SPD nicht. Ralf Schinkner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Heute Morgen hier live bei uns. Und das, was wir eben unterbrochen haben, meine Damen und Herren, das zeigen wir Ihnen jetzt noch mal von vorne.